Tag auch Ihren Nasen und herzlich willkommen zurück zu WRC3. Ich habe mir überlegt, ich werde diesen Wettbewerb hier nochmal fahren, damit wir auf die Punkte kommen über 110. Das sollte drin sein. Und es ist ja eh eins von meinen Lieblingsautos. Gehen wir aber nochmal in die Garage, gucken, ob da vielleicht ein paar Mods drin sind. Nein. Jawohl. Bessere Straßenlage, sage ich nichts gegen. Ein Punkt mehr, den hätten wir ein bisschen was hier. Aber wir haben zumindest eine bessere Straßenlage durch Aerodynamik-Kit. Das ist doch nice. Wisst ihr, was ich mal kurz noch mache? Ein bisschen rumblödeln. Passt der Move. Ja, der wird umgekrempelt. So. Sieht dann noch ein bisschen giftig aus, wie ich finde. Und Feuer frei. Ist ja jetzt allgemein, glaube ich, schon ein bisschen besser eingestellt als das letzte Mal, wo wir diese Strecke gefahren sind. Das ist ja 3 oder 4 Parts schon zurück. Keine Ahnung, das war ja relativ am Anfang. Mal sehen, also ich hoffe, dass wenigstens der Stern drin ist. Und wenn nicht, dann lerne ich dadurch zumindest die Strecke besser kennen. Los. 40. Rechts 4, links halten, dann rechts 3, Steine innen. Das war nicht so ein guter Einstieg. Und Sprung, Vorsicht. Rechts 6, in links 5 und rechts 3, Steine außen, in links 3. Hier müssen wir halt wieder auf diese kleinen Felsen achten, das ist nicht so nice. Und auf die dunklen Waldstücke. Ich bin hier jetzt schon mal auf die erste Zwischenzeit gespannt. Dann rechts 2, lang, Steine aus, in links 3. 200, öffnet sich, rechts halten. Aber fühlt sich gut an. Und Sprung durch Wasser. Links 4, Steine innen, alles klar. Ah, fuck. Das hat richtig Zeit gekostet. Der Vorsprung ist hin. Links 3, Steine innen und rechts 3, in Haarnadel links. Ich weiß nicht, ob das noch reicht. Wir haben zum Glück noch einiges von der Strecke vor uns. Okay, wir haben nichts verloren, das ist schon mal sehr gut. Trotzdem heftigen Crash. Fand ich übrigens auch einen optisch netten Effekt, dass auf einmal einfach mal das Bild schwarz-weiß kurz war. So einen kleinen Blackout suggeriert. Zeit verloren. Aber noch erster Platz. In rechts 4. Dann links 3. In rechts 3. Lang. Und links 6. 60. Da habe ich auch schon gedacht, ich klebe am Felsen. 40. Rechts 3. In links 3. Und 60.
Hier merkt man auch leider, dass der Turbo gar nicht einsetzen mag. Ja, wir sind noch vorne, aber wir büßen ein. Das mag mir nicht gefallen. Hauptproblem ist, ich sehe nichts. Ich fahre hier gerade nach Gehör. Da bin ich jetzt gerade volles Risiko gefahren, muss ich echt gestehen. Boah. Aber ersten Platz rausgefahren. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Sterne bekommen. Hui. Das ging jetzt mal ab. Wenn der blöde Crash nicht gewesen wäre, dann wäre es echt so eine schöne, saubere Zeit gewesen und ich hätte mich dann zum Ende hin nicht so stressen müssen. Aber naja. Auf jeden Fall ein paar Sterne im Plus. Hui. Jetzt geht mir gerade ein bisschen die Pumpe. War das, wo ich an dem Felsen kleben geblieben bin? Das kann doch nicht so lang gewesen sein. Das war der relative Anfang. Ja, da war's. Und nicht mal richtig schön in die Zähne gesetzt. Frechheit. Oh, das verursacht sogar mir selber Schmerzen. Wie das Auto jetzt aussieht. Und jetzt bin ich zum Teil ganz schön durch die Landschaft geflücht. Ich habe die Konzentration erst wirklich die letzten beiden Etappenteile wieder gehabt. Vorher war da nicht viel. Der schöne Lancer. Täuscht das oder wackelt die Stoßstange hinten und schon wegen? Ja, die Strecke ist halt echt durch die Hell-Dunkel-Kontraste ist die schwierig zu fahren. Dann eben, wenn du eben bei so einem Unterschied kommst aus dem Dunkeln ins Helle oder umgekehrt, dann halt noch so einen Felsen an der Seite hast, wo du den mal ganz allein reinballerst, ja, ist nicht so geil. Aber Spaß macht schon und das war jetzt gerade echt zum Ende hin, war das Adrenalin, ich sag's euch. Und wir haben fürs nächste Mal, wenn wir ein Rennen mit dem fahren, auf jeden Fall die Möglichkeit, Tuning zu betreiben, das ist gut. Ich meine, ich könnte die Kisten auch noch fein einstellen, da gibt es auch noch Tuning-Möglichkeiten, aber habe ich gar keinen Bock drauf.
Mit der Voreinstellung fahren die sich eigentlich wunderbar. Jetzt habe ich hier eigentlich bloß noch Hackengas gegeben. Was aber echt hätte schief gehen können zum Teil. Streckenbegrenzung zählt nicht. Das war echt ein schnelles Stück und das war no risk, no fun. Okay. Ich hoffe ernsthaft, dass ich da, also hier habe ich volle Sterne. Freut mich. Da ist immer nur noch einer. Ach. Aber es gibt trotzdem immerhin in der Gesamtwertung also 2 oder 3 Sterne mehr. Das heißt, mit ein bisschen Glück ist vielleicht auch ein neues Fahrzeug drin. Ein Polo, eine Schellika, sehr geil. Polo ist doch ein WRC-Fahrzeug, oder? Hier haben wir eine neue Strecke freigeschaltet, da auch, okay. Das mache ich dann beim nächsten Mal, glaube ich. Wir haben 90er freigeschaltet. Sehr schön. Da können wir, glaube ich, mit der Celica fahren. Ja. Ist das ein Einzelwettbewerb? Nee, ist eine komplette Rallye. Das ist ein bisschen viel. Dann machen wir jetzt Head-to-Head. Und jawohl. Jawohl. Den möbeln wir natürlich auf. Die Farm finde ich nicht ungeil. Das Muster finde ich nicht ganz so klasse. Nein. Nö. Nein. Ach, wieso eigentlich nicht? Noch ein bisschen Sponsoring drauf. Ich finde es ein bisschen doof, dass der Totenschädel damit so abgedeckt ist. Naja. Vielleicht doch noch ein anderes Vinyl nehmen. Aber die Farbgebung finde ich schon nice. Nö. Ja. Ja. Ach, wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Gucken, was tuningtechnisch geht. Also viel dürfte es nicht sein. Okay, bis jetzt bei jedem was. Sag ich nicht nein. Und der ist jetzt auf 82 und der andere ist auf 81. Okay. Und wir können endlich in der WRC was anderes als den Mini fahren. Ich bin jetzt auch nicht der riesen VW-Fan. Wohl ein paar Fahrzeuge gibt es, die finde ich extrem kultig. Natürlich 1er Golf GTI, brauchen wir gar nicht drüber reden. 2er Golf VR6 ist ein geiles Fahrzeug. Und was auch noch so richtig schön edel ist, ist tatsächlich, finde ich, ein Derby. Das ist im Prinzip ein Polo, ein Alter. Mit Kofferraum hinten drin. Das ist so richtig edel. Okay, wir sind vorne. Also hier bei dem Rennen können wir jetzt tatsächlich keine Sterne machen, da können wir bloß
eine neue Rennvariante freispielen. Dann links 2 und links 2 unter Brücke. Vorsicht. Rechts 5 und links 2 durch Wasser. Dann links 2 und Schikane rechts 6. 80. Anase links. Und gut Vorsprung. Rechts 3, sehr lang. Den in der Drehzahl halten, dass der Turbo auch was bringt. Unter Brücke. Aber der hat definitiv zwei. Einen hier. Dann links 2, sehr eng und 40. Haarnadel links und Haarnadel rechts öffnet sich. Links 2, über Brücke und Strom. Aber fährt sich auch eigentlich dann sehr gut. Links 2, durch Wasser und links 2. Vorsicht. Rechts 2, in links 3. 5. Erste Runde ist durch. Links 4, sehr lang. 80. Vorsicht. Haarnadel rechts. Und sie ist sehr weit eng. Hinten. Ja, deswegen muss ich ja trotzdem nicht unbedingt die Mauer knutschen. Dann links 2 und 60. Aber wisst ihr ja, ein bisschen 3, Fail ist lang. Immer. Haarnadel rechts. Dann links 2 und links 2. Unter Brücke. Vorsicht. Rechts 5 und links 2. Durch Wasser. Dann oh, der lässt sich eigentlich richtig schön im Herstellern hier. Macht Spaß zu fahren. War bei dem Mini auch so, aber trotzdem habe ich hier irgendwie ein besseres Gefühl in dem Auto, wenn ihr wisst, was ich meine. Rechts 3, sehr lang. Unter Brücke in links 2. Dann links 2, sehr eng und 40, Haarnadel links und Haarnadel rechts. Und gleich geschafft. Links 2, über Brücke und Sprung. Dann links 2, durch Wasser und links 2. Vorsicht, rechts 2, da lösen sich die Bremsspuren auf. Aber wir sind schneller. Sehr gut. Haben wir sie doch abgekocht. Sie hatten Fiesta WRC, auch kein schlechtes Auto. Geil sogar, finde ich. Oh ja, der geht ab, der Hubel. Die Radkästenverbreiterungen bei dem sehen so höllisch geil aus. War ich schon richtig übertrieben. Ja, da fliegt schon Dreck hoch, ne? Nice. Hier wirkt auch jetzt die Wiederholung eigentlich relativ flüssig, muss ich schon sagen. Ja, kommt mir das so vor, oder haben die immer nur auf einer Seite das Licht dran? Schön auf der geraden Gas, jawohl. Angerauscht. Schön rumgehämmert um die Kurve. Nice, nice, nice. Das war nicht so nice. Ja, beide Stoßstangen mal einen mitgekriegt. Es wirkt so, als ob sie auf selber Linie fährt wie ich, aber die ist weit hinter mir. Wie gesagt, diese beiden Strecken, die eigentlich eine sind, unterscheiden sich halt auch drastisch.
habe ich gedacht, ich klebe in der Bande, aber nee, es ging noch sauber aus. Der lässt sich so herrlich hin und her zirkeln. Das ist super. Sehr gut. Abgeledert hat Mädel. Oh, 41 Sekunden plus fast 42. Ohne Worte. Mal sehen, was wir jetzt freispielen. Was sollen wir denn im nächsten Part schon mal antesten? Oh, in allen dreien was freigeschalten, das ist gut. Schauen wir uns aber natürlich im nächsten Part erst an. Zeit ist wieder rum. Ich sage Dankeschön fürs Gucken. Haut rein, Leute. Bis dann.